zwei, drei, hopp, drei, hopp. Excuse, sorry, pardon, darf ich eventuell geschwind stören beim Training? Oh, nein, sie. Nein, gar nicht gern. Ich bin gerade voll beschäftigt. Ja, ich eben auch. Ich sollte dringend ein Fötterli machen. Ah, ja. Machen Sie nur, drücken Sie ungeniert ab. Das gibt doch viel ein besseres Bild, wenn ich so schön am Trainieren und am Schwitzen bin. Excuse, sorry, pardon, aber das ist leider nicht so gedacht. Ah, ja, gut, also dann höre ich halt ausnahmsweise geschwind auf wegen Ihnen. Aber eigentlich ist das für uns Sportler gar nicht gut, wenn man ein Training unterbricht, wissen Sie? Ja, excuse, sorry, pardon. Foti. Ja, gern, bitteschön. Ja, also, ich bin parat. Excuse. Sorry, pardon. Ja, das weiss ich jetzt schon. So viel habe ich bereits verstanden. Ah, schön. Excuse, sorry, pardon. Nein. Also in dem Fall nochmal von vorne. Foti. Foti ist mein Name. Franco Foti. Ah, oh, ja, nein. Jetzt machen Sie aber einen Punkt. Sie wollen gar kein Foti. Sie heissen nur Foti. Jawohl, ja. Excuse, sorry. Also, ich heisse Foti und ich will schon ein Foti. Aber natürlich nicht von Ihnen. Ja, also jetzt kannst du mir also du sagen, Franco. Kein Foti vom Obersuper-Mega-Sportler Globi. Also, nein, also das ist der Gummihammer. Weisst du, Globi, ich arbeite für das berühmte Sportheftli Sportissimo. Oh. Und dort machen wir ein Interview mit tollen Fötterli vom Weltmeister im Gewicht, eben von Marino Marinotti. Wo scheint es auch da trainiert. Ah, das ist der Muskelprotz, der da den ganzen Tag Kugeln stemmt und Handeln umschwingt. Nein, also umgekehrt natürlich. Kugeln schwingt und Handeln stemmt. Ja, das ist wirklich tatsächlich der Marino Marinotti. Ja, sicher schon, glaube ich. Ja, es gibt von mir einen sensationellen Bericht über den grossartigen Sportler. So. Und ich bin euch also zu wenig grossartig für ein schönes Foti vom Foti im Sportissimo. Lobby, im Moment jetzt halt schon noch. Aber wer weiß, wenn du so toll weitermachst, wirst du vielleicht auch mal ein weltberühmter Weltmeister. Und dann machen wir ein ganzes Heft voll Fötterli und Interviews speziell nur über dich. Versprochen. Oh. Aber weißt, eigentlich solltest du nicht nur Sport treiben, um berühmt werden, sondern eben auch aus Freude an der Sache. Oh, ich habe schon ein bisschen Freude, Franco. Aber eben nur ein bisschen. Hey, ja klar, die andere Hälfte Freude, die muss ich mir noch ein bisschen sparen. Ah, für was denn? Das ist doch klar wie Erbsli-Suppe, Franco. Bis ich im Sportissimo auf der Titelseite komme. Aha.